Wisst ihr, was selten passiert, dass einer von Ruffys Gegnern mit seinem Ziel Erfolg hat? Eine dieser Personen ist Enel. Er wollte auf den Mond, er kam auf den Mond. Die Frage ist, wird er den Mond jemals wieder verlassen und dann auch zurück in die Geschichte kommen? Genau darum wird es heute gehen. Stellen wir also zunächst einmal die Frage, ob es einen guten Grund dafür gibt, Enel zurückzubringen. Jetzt ist es so, dass Enel zum Mond gereist ist und dort interessante Dinge erlebt hat. Es ist nämlich so, dass Enel herausgefunden hat, dass es auf dem Mond eine Stadt namens Birka gibt, die technologisch ziemlich fortgeschritten ist. Weiter fortgeschritten als Skypia oder Shandora, was interessant ist, weil diese Stadt den Vorfahren der Himmelsmenschen gehörte. Eine weitere Sache, die interessant ist, ist die folgende. Enel selbst kommt von einem Ort namens Birka, sprich, er wurde an einem Ort geboren, der nach der Mondstadt Birka benannt wurde. Vermutlich hat er seine Teufelsfrucht dort gefunden. Und das ist ziemlich interessant, und zwar weil Teufelsfrüchte einen eigenen Willen haben und oftmals zu der genau passenden Person kommen. Nehmen wir zum Beispiel die Frucht von Bonnie. Das Alter spielte für Bonnie eine wirklich wichtige Rolle. Kuma, der ihr erzählte, welches Abenteuer er mit ihr erleben möchte, wenn sie x Jahre alt wird. Bonnie, die annahm, bei einem bestimmten Alter geheilt zu werden. Ist es da ein Zufall, dass sie ausgerechnet eine Teufelsfrucht bekommen hat, mit der sie sich und andere altern lassen kann? Wohl kaum. Und ist es dann Zufall, dass die Frucht von Enel an jemanden geraten ist, der besessen davon war, zurück zum Mond zu kommen, und dass die Mondstadt mit Enels Teufelsfrucht wie perfekt mit Strom versorgt werden kann? Wenn das nämlich kein Zufall ist und in der Vergangenheit Teufelsfrüchte auf dem Mond benutzt worden sind, dann bedeutet das, dass es bereits Teufelsfrüchte auf dem Mond gab und dass sie bereits vor dem verlorenen Jahrhundert benutzt wurden. Warum das? Weil die Stadt Shandora bereits 200 Jahre vor Beginn des verlorenen Jahrhunderts gebaut wurde und sie gehört den Shandorianern, die den Mond laut den Wandmalereien gemeinsam mit den anderen Stämmen verlassen haben. Und das wäre, wenn korrekt, natürlich etwas, das ziemlich wichtig ist. Wenn dann nämlich irgendwann der Ursprung der Teufelsfrüchte erklärt werden würde, dann würde es zwangsläufig irgendwie zu den Monden gehen. Und in einer solchen Situation macht es natürlich Sinn, Enel zurückzuholen. Immerhin ist Enel eventuell die einzige noch lebende Person, die auf dem Mond war, die Birka besucht hat, dort altes Wissen erfahren hat. Aus dieser Perspektive macht es unter Umständen also durchaus Sinn, Enel zurückzubringen. Über diese ganze Mond- und Teufelsfrucht-Thematik habe ich auch schon ausführlicher gesprochen. Gerade zuletzt erst im dritten Teil meiner Megatheorie, den ich am Ende von diesem Video hier auch noch einmal verlinken werde. Jetzt ist es aber so, dass es auch unabhängig von den Teufelsfrüchten durchaus Sinn ergeben kann, Enel zurückzubringen, wenn oder die Geschichte des Mondes ganz generell nochmal thematisieren will. Das ist allerdings nicht der einzige Punkt, der für die Rückkehr von Enel spricht. Bevor ich zum nächsten komme, noch eine Sache. Falls ihr meine Videos guckt, aber noch nicht abonniert habt, dann macht das doch sehr gerne. Lasst mir ein Abo da und verpasst keine weiteren Videos mehr. Im nächsten Punkt geht es dann um Orouge. Seit Eckhart ist abgesehen von ihm wirklich jeder Supernova irgendwie integriert worden und es ist ziemlich klar, dass auch Orouge irgendwann noch einmal thematisiert werden wird. Und rein zufällig stammt Orouge von einer Himmelsinsel. Gut möglich also, dass er von Birka stammt. Nicht aber von der Mondstadt Birka, sondern von dem Ort auf der Erde, wo auch Enel geboren wurde und den Enel vor allem zerstört hat. Da Orouge der letzte noch fehlende Supernova ist und sich das Spotlight damit auch nicht mit irgendwelchen anderen noch fehlenden Supernova teilen muss, macht es durchaus Sinn, dass Oda uns seine Geschichte etwas ausführlicher erzählen wird. Und wenn er Orouge einen interessanten Hintergrund geben will, dann bietet es sich bei ihm an, einem Himmelsmenschen, nun mal an, dass er von Birka stammt. Und wenn er von Birka stammt, dann hat er eine Verbindung zu Enel. Eventuell ist Enel sogar der Grund, warum Orouge Pirat geworden ist. Vielleicht will Orouge ihn besiegen, Rache bei ihm üben. Wenn Oda die beiden verbindet, dann könnte Orouge eventuell sogar der fünfte Priester von Enel gewesen sein, bis er sich von Enel trennte. Vielleicht weil dieser Birka zerstört hat. Enel zurückzubringen bietet sich also nicht nur deshalb an, weil so mit ihm die ganze Mondgeschichte thematisiert werden kann und damit eventuell auch die Entstehung von Teufelsfrüchten, sondern auch, weil es sich perfekt mit Orouge verbinden ließe. Und dann gibt es dann noch eine weitere Sache, die in meinen Augen für die Rückkehr von Enel spricht. Wenn wir uns die wichtigsten Antagonisten aus Paradies angucken, dann sehen wir, dass fast alle von ihnen zurückgekehrt sind. Ist natürlich die Frage, wen man als wirklich wichtig betrachtet, aber hier mal ein paar Beispiele. Warpol, Sir Crocodile und mit ihm ein paar seiner Agenten, Bellamy, Kusan, Luki, Kaku, Moria, Perona, Kuma, Kizaru und auch einer Kaino, wenn wir ihn mitzählen. Der einzige, in meinen Augen wirklich große Antagonist, der fehlt, ist Enel. Neben ihm fehlt Foxy, aber bei Foxy haben wir mit der Pirateninsel wenigstens den Ort, wo der Davy Backfight entstanden ist,
Und sind wir mal ehrlich, Foxy war in seinem eigenen Arc, der kein großer Arc war, nicht mal der größte Antagonist. Den Preis würde ich eher an Kusan geben und Kusan ist zurückgekehrt. Wer dann noch bleibt, ist Magellan. Magellan ist allerdings etwas tricky. Impeldon spielte zwar vor dem Timeskip, dafür aber nach der Trennung der Ströte. Ist die Frage, wo man da die Linie zieht. Deshalb meinte ich auch bei Akainu, wenn man ihn mitzählt. Davon allerdings mal abgesehen, ähnlich wie Khalifa und Shabura hat Magellan nach dem Timeskip ja sogar einen kleinen Auftritt bekommen. Oder in seinem Fall zumindest eine Erwähnung. Enel aber ist nicht einfach nur irgendein Antagonist, er ist der Hauptantagonist einer Saga gewesen. Wenn man bedenkt, dass Oda seine Antagonisten offensichtlich gerne zurückbringt und ihnen dann eine neue Rolle gibt, so halte ich es für durchaus plausibel, dass er das auch mit Enel machen wird. Vor allem, weil es sich eben gut mit Orouge und der Geschichte der Monde verbinden lässt. Ganz abgesehen davon, dass ja Shandora auch Verbindungen zum antiken Königreich hat, starke Verbindungen zum antiken Königreich und Enel nun mal in dem Arc vorkam, wo auch Shandora thematisiert wurde, wo zum Beispiel der Sonnengott zum ersten Mal erwähnt wurde. Das sind schon Dinge, die dafür sprechen, Enel nochmal zurückzubringen. Im Übrigen haben wir in der Coverstory von Enel gesehen, dass er eine kleine Armee aus Automata erhalten hat. Da wäre es doch auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die sich im großen Finale schlagen. Wenn Oda ihn zu dieser Zeit einbindet, dann wäre es auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, was für eine Route er mit Enel gehen möchte. Wird Enel zum Beispiel auf die Ströte treffen und sie dann bekämpfen? Das würde mich überraschen, weil Enel einem Ruffy natürlich nicht gewachsen ist. Ich meine, ich kann mir zwar durchaus vorstellen, dass Enel ziemlich stark geworden ist, beziehungsweise einfach stärker geworden ist und mittlerweile dann oben mitspielt, aber für Ruffy wird es kaum ausreichen. Einmal, weil Ruffy sowieso einer der stärksten überhaupt sein wird an diesem Zeitpunkt und dann natürlich, weil Enel mit seiner Teufelsfrucht gegen Ruffy einfach nicht ankommt. Bei Orouge sieht es dann nochmal anders aus. Das könnte ein durchaus interessanter Kampf werden. Vor allem wäre Orouge wahrscheinlich in der Underdog-Rolle. Und warum wird Orouge gegen ihn kämpfen? Wie gesagt, eventuell weil Enel eben seine Heimat zerstört hat. Die Sache ist allerdings, wenn das passiert, dann wird das nicht direkt dann passieren, wenn Enel zurückkehrt. Immerhin wäre es ja etwas plump, wenn Enel zurückkommt und dann 3 Kapitel später von Orouge besiegt wird. Doch was dann? Vielleicht kämpft Enel tatsächlich gegen die Weltregierung, weil es die Feinde seiner Vorfahren waren. Das wäre auf jeden Fall mal ein interessanter Twist oder eine andere Sache, die ich mir vorstellen könnte. Die Welt erfährt von Imu, damit dann auch Enel, und er erfährt, dass sich da irgendjemand als Gott ausgibt. Und Enel denkt sich, dass er diesen Gott bekämpfen muss. Beziehungsweise müsste das ja nicht nur exklusiv für Imu gelten, es könnte eigentlich für die ganzen Himmelsdrachen gelten. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Wendung der Dinge. Und das bringt uns dann auch zu einer anderen Frage, und zwar, warum Enel den Mond überhaupt erst verlassen sollte. Immerhin war er besessen davon, auf den Mond zu kommen. Soll er ihn da einfach wieder verlassen? Ein Grund könnte tatsächlich der sein, den ich gerade genannt habe. Dass Enel Rache für seine Vorfahren haben will oder so etwas in der Art. Stellt sich natürlich die Frage, warum er sich gerade bei Imu bzw. generell der Weltregierung rächen möchte. Tatsächlich habe ich darüber im 3. Teil meiner Megatheorie recht ausführlich gesprochen, da geht es nämlich um Imu und die Geschichte des Mondes bzw. der Monde. Ich kann euch das Video also auch insofern empfehlen, weil es sich eben mit dem Enel-Punkt hier verbinden lässt. Das ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit. Tatsächlich halte ich es auch für plausibel, dass er den Mond nach 2 Jahren wieder verlässt, weil ja auch die Himmelsmenschen in der Vergangenheit einen Grund hatten, den Mond zu verlassen. Immerhin gibt es dort keine Ressourcen mehr. Und dazu kommt dann auch noch, dass es da oben keine andere Person gibt. Vielleicht gibt Enel sich mit den Automata zufrieden, auszuschließen ist das nicht, aber wenn Oda ihn zurückbringen möchte, so kann er das mit solchen Dingen schon recht simpel erklären. Falls er zurückkommt, stellt sich nur die Frage, wann? Wenn Oda Enel zurückbringt, dann würde es mich überraschen, wenn er ihn vor dem finalen Krieg wieder verprellt. Das spräche dann tendenziell eher dafür, dass er im finalen Krieg zurückkehrt. An sich kommt ein voriger Arc natürlich auch in Frage, nur müsste Oda dann natürlich gewisse Dinge zurückhalten, damit er ihn sinnvoll in das Finale integrieren kann und obendrein müsste er einen Weg finden, warum Enel nicht direkt in diesem Arc wieder besiegt wird. Halten wir nun also fest, es ist nicht glasklar, ob Enel zurückkommt oder nicht. Ich zumindest tendiere aber eher in die Richtung, dass er es tut. Und wenn er dann zurückkehrt, dann sehe ich ihn tendenziell eher im finalen Krieg zurückkehren. Vielleicht auch schon kurz davor, allerdings dann ohne zu viel vorwegzunehmen. Was mich jetzt noch interessiert, ist eure Einschätzung dahingehend. Wird Enel zurückkommen oder eher nicht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Hier geht es jetzt noch zum 3. Teil meiner Megatheorie, in der es mitunter um den Mond geht. Oder vielleicht sollte ich eher sagen um die Monde. Schaut es euch sehr gerne an und in diesem Sinne,
Ciao und bis zum nächsten Mal.